Zusammen für Vielfalt ist unser Motto an diesem Diversity-Tag. Ich finde es toll, dass es diesen Tag gibt. Noch viel toller wäre es, wenn wir ihn gar nicht bräuchten. Und bis das der Fall ist, wird unser Eins nicht müde, für eine offene und tolerante Gesellschaft zu werben. Für ein Zusammenleben, in dem es keine Rolle spielt, für welche Rolle man sich entschieden hat. Eine Welt, in der ein Mensch nicht nach seinen sozialen oder ethnischen Herkünften, nach seinem Geschlecht, seiner sexuellen Orientierung, seiner Körperlichkeit, seinem Alter, seiner Religion, seiner Weltanschauung oder der Anzahl seiner Instagram-Follower bewertet wird. Das wäre doch was. Der Mutbürger in mir plakatiert. Das wird man ja wohl noch träumen dürfen. Ja, nennen Sie mich ruhig Träumer. Ich träume von einer besseren Welt. Einer Welt, in der man 300 Milliliter Vanillesoße hemmungslos austrinken und die Dampfnudeln einfach liegen lassen darf. Eine Welt, in der ich nach dem Zähneputzen ein Snickers esse. Eine Welt, in der man Parmesan über den Lachs hobeln darf und dazu kalten Rotwein ächzen. Eine Welt, in der niemand mehr fragt, wofür steht das N? Eine Welt, in der ich einen McFlurry bei Burger King kaufen und mit einem Samsung-Ladekabel mein iPhone laden kann. Eine Welt, in der die Schuhe nicht zum Gürtel passen müssen und Politiker gewählt werden, weil sie die Wahrheit sagen und nicht das, was unterentwickelte Gehirne gefälliger verarbeiten können. Eine Welt, in der ein rotes Etikett auf der Wasserflasche einheitlich für Still oder Klassik steht, aber nicht mal so, mal so. Eine Welt, in der Pandas und Koalas durch die Orten Ortenau hüpfen. Eine Welt, in der Liegefahrräder, Zehenschuhe und die Schriftart Comic Sans nie erfunden wurden. Eine Welt, in der man wie geht's fragt und wirklich an einer Antwort interessiert ist. Eine Welt, in der man sich bedankt und wenn einer dann sagt, da nicht für, dann soll er mir erklären, ja wofür denn dann verdammte Scheiße nochmal? Eine Welt, in der man im Flugzeug nicht zwischen einem salzigen und einem süßen Snack wählen muss. Eine Welt, in der überhaupt noch Flugzeuge fliegen, aber mit Solarenergie. Und alles, was sie ausstoßen, sind Regenbogenfarben, die nach Gummibärchenfürsten duften. Eine Welt, in der die Penislänge jedes SUV-Fahrers auf die Motorhaube gefräst werden muss. In Schriftgröße 1000, in Comic Sans. Eine Welt, in der Idioten einfach ignoriert und nicht durch mediale Omnipräsenz befeuert werden. Eine Welt, in der Gleichberechtigung kein kosmetisches Marketing-Etikett ist, sondern wirklich gelebt wird. Eine Welt, in der diese Show hier wertgeschätzt wird und jede Woche zu einer besseren Wendezeit läuft. Eine Welt, in der...